Genau. Jo. Und da sind wir wieder an dem grünen Punkt, der Punkte. Aber ich habe mir schon einen Plan gemacht. Heute ganz am Anfang vorbeigelaufen. Richtig. Das war wieder vom Nachschub an Material so. Besseren Ausrüstungsgegenstände, die behalten wir mal noch. Okay. Gut. Bis bald dann. So, ich hatte ja gesagt, ich habe mir einen Plan gemacht. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir gehen einfach mal die Osthacker-Rätsel an. So. Und zwar fangen wir in Megaris an. In Megaris fangen wir an. Oh, da gibt es noch einen unentdeckten Anführer. Okay. Allerdings möchten wir uns da erstmal um den Kopfgeldjäger kümmern. Wenn wir uns den Anführer vornehmen. Selbst. Was ist das für ein Miststück? Ja.
Jetzt haben wir sie. Euterpe, die Beständige. Euterpe hatte eine geheimnisverwirbelnde Vergangenheit, die sie nicht preisgeben wollte. Ihre Narben verleiten viele zu der Annahme, sie habe einen schlimmen Brand überlebt. Doch die Wahrheit war noch weitaus düsterer. Sie umfasste Feuer. Feuer und die persische Armee. Okay. So, da ist da oben der Anführer. Na, dann wollen wir mal markieren. Warum wir lange rumzuhören. Odiantos, Hauptmann der Harpyen. Na komm! Jetzt! Nein! Geh auf! Geh auf! Haben wir erledigt! Gut! So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hin müssen. So, besetzter Wald von Trevediscus, genau. Schlachtfeld besetzter Wald. Nachtfeld, hier müssen wir hin. Dann haben wir dort im Altar der Opfergaben zu Füßen des Weinglases. Okay. Auf zum Schlachtfeld! Los geht's! Los geht's! Ja gut, helfen wir mal dem Guten an. Ups, das war er schon. Unser Pferd ist wieder auf der Flucht. War ja klar. Persische Klippe. Altar der Opfergaben zu Füßen des Weinglas.
So, ich guck noch mal. Also. Besatz der Wall von dem Schlachtfeld Besatz der Wall, genau. Wo ist hier ein Altar? Das hat Flaggenbau zu bedeuten. Führen die zu dem Altar? Nö, eher nicht. Das ist kein Altar. Erinnere mich. Ist hier ein Altar? Ich sehe hier einfach Kinder dran. Was hast du denn? Wahrscheinlich nur diesen Baumstamm, wo man runterspringt.
Wohin? In eine Höhle! In die Schlachtfeldhöhle! Lösung des Rätsels zu sein. Ja, Quatsch. Naja gut, das Runde aber bringt nichts. Oh, schade, schwachen wir finden den. Oder wir lösen das Rätsel mal so ganz fix. Leider nein. Na nü. Ich hab aber eigentlich an einer ganz anderen Stelle gespeichert, Freunde, danach. Auf alle Fälle haben wir an der komplett falschen Stelle gesucht. Wofür ich allerdings nichts kann. Und mittlerweile regnet es. Wir müssen nämlich dahin. Dort werden wir dann fündig. Ja, du jetzt nicht. Komm schon. So.
Irgendwo da oben ist genau das, was wir suchen. Beziehungsweise nicht da oben, sondern da unten. Damit haben wir das Ostraka-Gerätsel, vor allen Dingen Rätsel-Sperrstunde gelöst. Jo. Gut. Zum nächsten Zielort. Hoffentlich stimmt's doch besser. Das Tal der Schlange. Halb vergrabener Titan. Oh! Da gibt es ja noch was, was wir noch gar nicht gemacht haben. Okay. Tal der Schlange. Quatsch. Einen halb vergrabenen Titan finden. Tal der Schlange. Halb vergrabenen Titan. Auf dem Gipfel. Dann dort sein. Den Gipfel. Eigentlich, da gibt es ja zu jedem Rätsel, da gibt es ja auch Videos im Internet, wo das genau ist. Ich habe aber gedacht, wir gehen mal den ehrlichen Weg und nehmen einfach nur die Hinweise, die dort auf dem draufstehen, was wir gefunden haben. Allerdings muss ich feststellen, dass die eigentlich so gut wie gar nichts bringen. Das ist mein erster Rätsel, war so. So, da sehe ich schon mal keinen verfahrenen Titan. Ah, da ist er! Da ist er! Ja. Der hat nichts mit auf dem Hügel zu tun. Das ist immer dazu gekommen da. Weil dort waren wir schon mal, das weiß ich, da kann ich mich entsinnen.
zu spät. Die antike Tafel finden. Da ist sie. Mal das Titios abgeschlossen. Also der Sach irgendwas mit dem Finger. Es war was mit. Warum kletterst du jetzt auf das Knie, Fräulein? Finger zeigt nach Norden auf den Gipfel. Ein bewusster Finger. Also hier ist kein bewusster Finger, warte. Der Finger zeigt auf den Hügel. Das heißt, da kletter doch mal da. Einfach mal da. Genau. Also der Finger zeigt da hoch auf den Hügel, auch wenn es kein Bewusstsein ist. Ich stelle keinen bewussten Finger.
zwei Steuerungshügel. Ich sag mal so, die Hinweise sind mehr als vage. Ich denke mal, ich war jetzt hier wie es in der Gegend rumklettern. Für nichts stimmt wieder nichts. Wir sind wieder komplett falsch, das gibt's gar nicht. Also, wie die Leute das finden, ist mir ein Rätsel. Nach den Hinweisen. Ist mir echt ein Rätsel. Also, Rätsel ist ja geil, ne? Man macht ja Spaß, irgendwas rauszufinden. Aber mit völlig unbrauchbaren Hinweisen, also mal ganz ehrlich. Weil ich halte mich ehrlich gesagt bis für so blöd, dass ich die Rätsel nicht finde. Dass ich die Hinweise irgendwie falsch interpretiere, wie auch immer. Also für so doof halte ich mich beim besten Willen.
Okay. Jetzt liege ich falsch, wenn ich mich nicht völlig irre. Ich glaube... Nein. Oh, komm doch mal her. Ich glaube, jetzt habe ich mir den falschen Ort ausgesucht. Ella. Sollte das eigentlich sein? Icarus möchte auch mitspielen. Nicht bloß suchen, weil eigentlich findet es Icarus. Jetzt haben wir's. Halt! Ein Fingerzeig. Focus. Im Tal der Schlange liegt ein halb vergrabener Titan. Von dort, wo sein bemooster Finger hinzeigt, gehe nach Norden. Du findest mich auf dem Gipfel. Ja, wie gesagt, also ich habe keinen bemoosten Finger gesehen. Tut mir leid. Ein Versuch haben wir noch. Vielleicht funktioniert es ja doch noch irgendwann mit den Hinweisen. Ach ja, so, jetzt Hafen von Reyes. Grün. Der Hafen. So, wo ist der Seegerichtshof? Frage. Aber von Pereios. Das Seegericht zu. Woher soll ich wissen, wo der Seegerichtshof ist? Alles klar. Ach.
Dino haben wir den Sägericht zu. Hätte man das wohl nie gedacht, dass das so ein langes Gebäude ist. Hier sollten wir das Geld haben. Beziehungsweise das Geld. Gebäude sein. Aber ich bin hier falsch. Mehrere so eine lange Gebäude, obwohl es eigentlich das hätte sein sollen, was ich oder was hier gerade besucht habe. Bin begeistert. Wie gesagt, hier hätte es normalerweise sein sollen. Hier finde ich mich nicht erschrecken. Ah, was ja. Gegner gibt es eher nicht. Weil, das ist ja das sogenannte Koma-Lager. Verstehe ich gar nicht mehr. Wo liegt das Schiff? Ich verstehe es nicht. Hier in dem Gebäude muss das normalerweise sein, das letzte. Ist es aber nicht.
sehe ich nicht. Auch nicht. Hier ist es. Geruch im Gericht. Aber was soll denn in dem Gebäude sein?